Wir machen ein bierernstes Video. Hallo ihr Lieben, willkommen zu unserem zu unserem bierernsten Video, wie man sieht, bierernst. Ich sag immer Beer Tasting. Ja, weil das so Denglisch ist. Mit genau. Ein deutsches Bier mit englischem Tasting. Also, in unserer Beer Tasting Reihe testen wir israelische Biere, Kraftbiere. Nur Kraftbiere, kein Maccabi. Genau. Und ich glaube, wir sind schon bei Folge 4 oder sowas. Folge 4, genau. Wir haben schon 4 Biere getrunken, aber nicht alle heute Abend. Deswegen sind wir noch nüchtern. Und das heutige Craft Beer, muss man ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das als Craft Beer durchgeht. Warum? Jams ist inzwischen so groß. Nein, Jams ist groß. Es gibt es in jedem Supermarkt. Es gibt es... Doch, gibt es wirklich. Es gibt es in Bars schon, nicht nur in ihren eigenen. Also es ist schon eine richtige Institution aus Petach Tikva. Stimmt's? Okay, ja. Da war der erste Laden. Genau, also und das da Bier, was wir... Die Brauerei ist dort. Genau, das Bier, was wir heute trinken und probieren, ist Jams. Es wurde lustigerweise in Petach Tikva, das ist nicht weit von Tel Aviv, in der Nähe von der Bar-Ilan University, wo ich auch studiert habe, wo wir auch in der Nähe ein Jahr lang gewohnt haben und tatsächlich auch zu Jams öfter mal gegangen sind, wo das halt gebraut wird. Das hat dort ein Amerikaner, der nach Israel ausgewandert ist, gestartet, das Bier. Und mittlerweile, wie du schon sagtest, ist es echt sehr, sehr erfolgreich. Ich habe das ehrlich gesagt auch schon in so Coworking Spaces gesehen in Tel Aviv, wo das eben zu Events auch, zu so Startup-Events getrunken wird. Ein Startup-Bier. Ein Startup-Bier, genau. Aber das ist halt nicht das normale Jams, was wir heute trinken. Nee, heute trinken wir ein ganz komisches. Bei den Jams-Bieren, die meinen das ernst. Mit anderen Worten, die schreiben auf jedes Bier drauf, was da drin ist. Und in welche, ne? Also wenn man da in den Laden geht, kann man sich auch so einen ganzen Meter voll mit so kleinen Shots bestellen, wo man jedes Bier einmal probieren kann, um dann eben das zu trinken, was einem schmeckt. Ja, genau, das muss man noch dazu sagen. Also wenn ihr mal in Israel seid, irgendwann nächstes Jahr hoffentlich, Jams hat eben nicht nur eine Brauerei, sondern die haben tatsächlich richtige Restaurants, also Bar-Restaurants, wo man auch Mittagessen kann. Die haben sehr, sehr leckere Sandwiches mit Fleisch und so weiter. Und da kann man halt eben dahin gehen, um eben so auszugehen, Bier zu trinken, Sandwich zu essen. Ja, wir sind mit der Firma schon mal dahin gegangen, die ganze Abteilung. Ja, wir sind auch schon mit Freunden ganz oft hingegangen, so zum Ausgehen, das ist halt cool. Ja. Hier in Rhein-Anna gibt es auch einen. Ja. Der ist sehr klein, aber nett. Ja, also, weil die es so ernst meinen, schreiben sie halt vorne mal drauf, was das für ein Bier ist, der Stil, die speziellen Malts. Welcher Geschmack, was für ein Bitterlevel das hat, wie viel Alkohol drin ist, klar, eine Farbe und gebraut in Petach Tikva. Da sind sie wahrscheinlich alle. Vielleicht kann man das sehen, ich weiß es nicht, ich hoffe. Und auf das haben wir auch noch nie probiert, ne? Also eigentlich, solche Biere trinke ich ja normalerweise auch nicht, ne? Ja, ich eigentlich auch nicht. Berry Ale. Ich hatte ja im letzten Video versprochen, dass wenn Trump nicht wiedergewählt wird, dass ich mich dann mit amerikanischen Bieren anfreunde. Würde das als amerikanisches Bier durchgehen, wenn es von einem Amerikaner gemacht ist? I don't know. Was ist, wenn es mir nicht schmeckt? Komm. Soll ich mal aufmachen? Wir probieren es mal, genau. Ja, ich mache mal wieder den Deckel nicht invasiv auf, mit anderen Worten, so dass er überlebt. Da ist so ein süßer kleiner Smiley drauf. Oh, oh. So. Das ist irgendwo aufs Sofa. Nee, ich glaube, er ist runtergekullert vom Sofa. Riech mal. Das riecht, also um ehrlich zu sein, das riecht wie so ein billiger... So ein Waldfrucht. Billiger Waldfrucht-Schaumwein. Ja, stimmt. Den man bei Aldi für 3,50 Mark kaufen kann. Wir haben keine Mark mehr, du... Alter Sack. Ja, aber Aldi gibt es ja schon länger. So, hier eins für dich.
Also Farbe steht hier, wäre angeblich rot. Rot, ja, Ja, ich also wollte gerade sagen, also es sieht nicht so rot ja, verglichen mit deinem Oberteil auf jeden Fall nicht. Ich bin auch rot angezogen, das ist ein Zufall natürlich. Ja. Rotes Bier, rote Oberteile, hochrote Köpfe, wenn wir das jetzt gut finden müssen. Warum hast Moment. du mir eigentlich so viel gegeben? Wir Nee, können lass auch, mal wir tauschen, ich können will nicht so tauschen. viel. Rein. Bin ich mal gespannt. Oh nee. Weißt du, wie das schmeckt? Nee. Das schmeckt wie eine Shisha. Wie eine Shisha. Diese Wasserpfeifen. Stimmt. Das schmeckt genau wie eine Shisha. Als würde ich eine Shisha auslecken. Ja, das stimmt. Also, wir sind, wie wir ja schon in anderen Biervideos betont haben, keine Bierprofis. Wir sind nur Biertrinker. Oh. Nee. Also die anderen James, also James ist echt gutes Bier, wirklich. Ich mag das Dunkle, ich mag ist das German Lager, war das Dunkle? Nee. Nee. Die haben so ein Bier, das heißt German Lager. Und die haben dunkles Bier, die haben ganz, ganz viele verschiedene Pils auch Auf dem Deutschen haben sie einen VW-Bus abgedruckt. Wir haben so für jedes so ein Logo. Also, wenn ihr dieses Logo seht, dann heißt das, lauft. Lauft schnell weg von diesem Bier. Siehst du? Der läuft auch sehr schnell. Der weiß genau, worum es geht. Ich würde sagen, wir kippen das weg. Nee. Das trinke ich nicht. Das schmeckt schrecklich. Furchtbar. Ich habe noch vom letzten Beering noch ein anderes Bier. Ich hole uns mal ein anderes Bier, du erzählst so lange was. Welches denn? Ja, mal gucken, was ich so finde. Okay. Oh. Boah. Du kannst ja mal erzählen, was wir in James gemacht haben. Was haben wir denn in James gemacht? ich glaube, ich erzähle mal das, was jemand als Kommentar geschrieben hat zu unserer Ankündigung auf Twitter. Und zwar wurde gefragt, wie jetzt die Lage in Israel ist. Ich vermute, es geht um die Corona-Lage. Und wir haben ja alle erfahren, war das gestern die News oder heute, dass jetzt ja ein Impfstoff schon so weit ist, dass er wahrscheinlich jetzt sehr bald irgendwie auf den Markt kommen kann. Und Israel, ich habe dann auch in den Nachrichten, in den israelischen Nachrichten gesehen, dass tatsächlich auch Israel sich für sehr, sehr viel Geld auch diesen neuen Impfstoff gesichert hat. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, 2 Millionen Dosen. Wir haben ja 9 Millionen Einwohner. Das heißt, 2 Millionen deckt ungefähr, soweit ich das so verstanden habe, den Bedarf für Menschen in Risikogruppen, für Ärzte, Personal, also Oder Leute, medizinisches. die sich mit Gems vergiftet haben. Genau. Ja, also Risiko ist gut. Wir haben das Risiko Oh auf uns nee. genommen. Ein Warum hast du das komisches. gekauft? Weil Berry Ale, echt jetzt? Hallo. Ich habe das gekauft, weil wir die normalen Gems ja alle kennen. Und dann können wir nicht überrascht in die Kamera gucken. Oh, Ja, aber James ist echt, echt Weil gutes Gems ist Bier. Haben endlich. wir alles ausprobiert von James? Nein, ich mag nicht alle von Gems, um ehrlich zu sein, aber das ist eine andere Sache. Okay. Jetzt habe ich ein anderes, das heißt Bazelet. Jetzt haben wir zwei Biere. Das ist Aus was, dem. was ist denn das für ein Biervideo? Na und? Wir machen hier Turbo. Ich habe mich jetzt nur nicht darüber informiert, das ist aus dem Golan. Okay, ja, Golan Brewery. Ja, Da steht der. sogar sehr, sehr cooler übrigens, wenn ihr den gewinnen wollt, dann schreibt uns die Adresse, beziehungsweise ihm die Adresse auf Twitter in seine Inbox. Das sieht Ja. sehr cool aus. Also, Genau. Baselet Bier. Normalerweise recherchiere ich die Biere vor unseren Golan, da steht Videos. Golan Brewery, Ja. also aus den Golanhöhen. Und ich muss zu den Golanhöhen, fällt mir ehrlich gesagt immer ein, dass wir, ich glaube, wir haben das auch schon mal erzählt. Was denn? The best boutique beers in Israel. Okay.
Schreiben Sie auf Ihrer Webseite bestimmt, oder? Genau, zu den Golanhöhen. Wir haben ja Freunde, die. Wo wohnen Sie genau? Jetzt lokal Karakum. gesehen. Nein, nein. Ich meine jetzt. Na, direkt am Also. nördlichen Ufer vom Kinneret, vom See Genau, Genezareth. die sind quasi zwischen dem See Genezareth und den Golanhöhen. Und das Geile ist, die wohnen wirklich so am Rand, das ist so ein Dorf mit irgendwie 100 Familien, nee, weniger, irgendwie sowas, 100 Familien. Und ihr Haus steht direkt am Rand von dem Dorf. Und wir haben da mehrere Tage mal mehrmals verbracht, so quasi Urlaub, so Kurzurlaub. Und bei dem Haus. Und wenn man aus dem Haus rausgeht, ja, am Rand von diesem Dorf, dann steht man wirklich irgendwie Nichts. im Nichts. Und dann Und guckt man man, hört auch nichts. ja. Das ist für Leute, die in der Stadt wohnen, völlig unbekannt, dieses Gefühl, Ja, nichts da zu sind hören. auch Ja. keine irgendwie große Städte irgendwie in der Nähe. Genau, ich mach mal auf. Apropos nichts hören, genau. Oh, nicht geklappt. Tut mir leid, Okay. der ist leicht verbogen, Nicht so schlimm. aber immer noch schön. Ja. So. Mit dem Auf jeden W. Fall, wenn man da rausgeht, dann guckt man nach links runter auf den See Genezareth und nach rechts guckt man auf die Golanhöhen. Und das ist so wunderschön dort. Also, Ja. das ist so Nee. mein favorite place, wenn es Sicht auf die Golanhöhen geht. So, bitteschön. Mal gucken, wie der schmeckt. Wenn wir schon über amerikanische Biere Was ist denn das für eine Pilsner? Okay. Ja, Pilsner, das kann nicht so viel schief gehen. Ne? Trump hat die Golanhöhen ja als israelisch anerkannt. Dafür sind wir ihm dankbar. Für viele andere Sachen nicht so. Ich bin so froh, dass der abgewählt worden ist. Ja. Aber die Golanhöhen gehören zu Israel. Und ich habe gerade eben kurz recherchiert. Diese Golan-Brauerei, die heißt so. Und es gibt ja auch eine Golan-Weinerei. Und die haben das 2006, wenn ich mich recht jetzt erinnere, gegründet. Und die Golan-Weinerei ist dann dort eingestiegen mit 3 Millionen Schekel. Und jetzt gehören die quasi zusammen. Okay, nicht schlecht. Und angeblich soll im Golan, wo ja auch der Ursprung des Jordans ist, wo also auch viele Quellen sind, was natürlich gut ist zum Bierbrauen, soll dort schon vor Ewigkeiten, also in Ancient Times, Bier gebraut worden sein. Und die Gründer meinen, dass sie an diese Tradition anknüpfen. Ich hoffe, dass das Bier besser schmeckt als in Ancient Times, because das schmeckt eigentlich furchtbar. Wir probieren es aus. Ja, Lechaim. Oh, wie Bier. Es schmeckt wie Bier. Es schmeckt nicht wie eine Shisha, die man ausleckt. Nee, ist gut. Ja, doch, nee. Also das würde ich mir nicht schämen, euch anzubieten, wenn ihr uns mal besuchen kommt. Ist jetzt nicht so mein Favorite von allen, die wir jetzt für die Videos getrunken haben. Ist jetzt nicht so mein Favorite. Ist mir ein bisschen bitter. Ja, das ist aber, da ich ja aus dem Norden komme, gefällt mir das. Also Ist lecker, es aber. ist ein bisschen bitter, aber es ist auch sehr gehaltvoll. Es ist nicht so wässrig. Ja, Es das stimmt. hat viel, Das stimmt. viel Geschmack. Es gibt Leute, die würden süffig sagen. Ich habe keine Ahnung, was süffig bedeutet. Kann mir jemand erklären, was süffig ist? Das ist ein süffiges Bier. Keine Also ich kannte immer nur säufige Biere. Ahnung. Ja. Ja, also im Golan habe ich, als ich noch jung und dumm war, Geschwindigkeitsrekorde gebrochen mit Mietwagen, weil da nämlich sonst niemand unterwegs ist. Und gut, dass wir noch nicht verheiratet waren, du wärst 1000 Tode gestorben. Man fährt da zwischen den Minenfeldern durch. Und da gibt es in großen Teilen des Golans, falls ihr da noch nicht wart, gibt es wirklich eigentlich gar nichts. Also da gibt es Minenfelder und Straßen. Und Deshalb, ja. manchmal gibt es halt so kleine Höfe oder diese Brauerei oder sowas. Und dann kommt es immer mal wieder vor, dass sich irgendwie eine Kuh auf so ein Minenfeld verirrt. Und dann hofft man entweder, dass sie in die Luft fliegt oder nicht in die Luft fliegt. Und
Und ganz selten verirren sich auch Menschen und dann ist immer ganz schrecklich, weil dann müssen sie kommen mit Hubschraubern und die da irgendwie rausholen. Die Minen haben die Syrer dort hinterlassen und die Israelis haben sie nie geräumt, weil wir immer davon ausgegangen sind, dass wir die irgendwann an Syrien zurückgeben müssen. Und das wollte Rabin, der ja seinen Todestag kürzlich hatte, auch tun. Und dafür wurde er unter anderem erschossen wahrscheinlich. Und wer auf den Golanhöhen mal war, kann gut verstehen, warum man die nicht zurückgeben sollte. Weil von dort aus kann man fantastisch das Land einsehen. Die sind ein strategisch extrem wichtiger Punkt. Von dort kann man das Wasser Israels abgraben. Man kann militärisch das Land kontrollieren. Und Syrien ist ja ein riesengroßes Land und ob die jetzt irgendwie die paar Quadratkilometer mehr oder weniger haben, macht jetzt für die nicht so viel aus und für uns bedeutet das eben alles. Und Rabin wollte sie zurückgeben, allerdings mit Bedingungen, zum Beispiel, dass israelisches Militär dort weiter stationiert sein darf, um eben diese Bedenken auszuräumen. Und aber weil wir eben niemals dachten, dass wir es zurückgeben, sind die Minen alle noch dort. Sieht scary aus, ne? Diese Minen. Ja, total. Ja. Wer die Geschichte übrigens nachsehen möchte, im wahrsten Sinne, gehe auf Netflix und gucke, wie heißt es? The Spy. Ja. Mit Sacha Baron Cohen. Ist eine krasse Serie. Wie nennt man das? Edutainment? Documentarytainment? Also eine dokumentarische Serie, die den Spion 88, die Geschichte des Spions nacherzählt, der dort auf den Golanhöhen zum Beispiel Bäume gepflanzt hat, um zu wissen, um den Israelis zu zeigen, wo die Soldaten sind. Die Bäume habe ich gesehen. In den Schützengräben dort war ich auch. Und auf Syrien habe ich auch runtergeguckt, beziehungsweise auf die UN-Camps, die dort sind. Und es ist schon eine scary Gegend, aber das Bier von dort schmeckt. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss ehrlich gesagt jetzt noch ganz kurz, bevor wir, ich glaube, noch schon mit 2 Bieren und 4 gelabert. Also vom ersten habe ich echt nicht viel getrunken. Ja, ich habe es ein paar Mal probiert, es echt nicht, geht nicht. Auf jeden Fall zu Trump und den Golanhöhen ist das so eine Geschichte, was ich auf der einen Seite verstehen kann, auf der anderen Seite nicht verstehen kann. Sehr, sehr viele Israelis sind eben, weil Trump viele Sachen gemacht hat, die eben schon viele Präsidenten, amerikanische Präsidenten versprochen haben und nicht gemacht haben, hat er dann tatsächlich gemacht. Und deswegen sind ihm irgendwie die Israelis dankbar. Und ich glaube, also es gab ja eine Umfrage in Israel, dass 70% ihn wählen würden, wenn sie könnten. Und das hat mich ja doch irritiert. Aber ich glaube, dass die meisten Israelis sich mit der amerikanischen Politik auch überhaupt nicht auskennen. Und die gucken ja jetzt nicht unbedingt, so wie jetzt politisch interessierte Menschen, wahrscheinlich auch in Deutschland. Ich meine, jemand, der sich irgendwie jede Nachrichtensendung und Talkshow und so weiter anguckt, der versteht vielleicht, wie Trump drauf ist. Aber wenn man jetzt nicht Amerikaner ist und jetzt nicht jeden Tag amerikanische Nachrichten guckt oder auch eben halt auch in Deutschland wurde es ja oft Thema, weiß gar nicht, was für ein Arsch der ist. Also das ist... Ja, also ich hab ja auch mit Leuten gesprochen und die sagen so, ja, mir egal, was der für ein Arsch ist. Ich meine, die Regierungen um uns herum sind ja nicht viel weniger arschig. Da sind sie nur keine Demokratien. Deswegen ist es irgendwie erwartbar, dass sie arschig sind. Die Resultate zählen. Und die Resultate sind halt da. Wobei man dazu sagen muss, dass zum Beispiel die ganzen Normalisierungen mit Bahrain jetzt... Ne, dass die lange, lange Vorarbeit von israelischer Seite schon, die länger als 4 Jahre zurückgehen, hinter sich haben. Das heißt, Trump hat da auch ein bisschen sozusagen abgesahnt. Ne? Das war jetzt nicht so unbedingt nur sein. Es war nicht sein alleiniger Verdienst, aber er hat natürlich... Aber weißt du, was ich zum Beispiel nicht verstehe?
Weil das Trump steht ja auch, das habe ich auch in meinen Talks ja auch gesagt, er steht ja für eine Radikalisierung auch der rechten Szene auch in Amerika. Und die rechte Szene in Amerika ist rassistisch und antisemitisch. Also ich meine schon alleine aufgrund von Rassismus, aber eben auch steigendem Antisemitismus verstehe ich nicht, warum dann die Leute sagen, ach, ja, ist ja alles nicht so Also, wild. ein Hauptsache, der hat für uns irgendwie was gemacht. ich will jetzt nicht sagen, wer es gesagt hat, weil wir beide den kennen. Der hat gesagt, das interessiert mich die amerikanischen Juden. Sollen die doch herkommen. Sehe ich nicht so, aber. Ja, aber man kann doch nicht sagen, so, ah, ist mir doch egal, ob jetzt irgendwie das Problem mit Rassismus irgendwie größer wird. Also das ist einfach, Nein, und das ist natürlich das, nicht. was für mich so unverständlich ist. Es ist sehr kurzsichtig. Ich meine, die Amerikaner haben ja ein Term Limit, das heißt, sie wissen, es gibt nie mehr als 8 Jahre Trump. Und dann kann man natürlich verargumentieren, wir nehmen die 8 Jahre mit. In den 8 Jahren macht er für uns, was für uns gut ist, und danach ist er hoffentlich wieder weg. Und alles. Ja, aber hat Aber er es ist nur. egoistisch. Also, es ist eine egoistische Einstellung. Da hat für die Welt, da hat für Amerika, ich meine, das ist das mächtigste Land der Welt und hat irgendwie so einen Vollidioten an der Macht, der so tut, als wäre er ein Geschäftsmann. Ja, Der ist und ja nicht, eigentlich kein Geschäftsmann. Der ist ein und Loser. ja, und seine Follower, als Netanyahu dann Biden doch irgendwann zur Wahl gratuliert hat, sind die abgegangen. So hier von wegen, sieht mal die Juden, die fallen Trump in den Rücken und er hat ihnen so viele Sachen gemacht stimmt doch, dass Juden alle böse sind. Also seine Follower sind auf jeden Fall keine Freunde Israels, noch keine Freunde, Meinst du von Trump? ja, keine Freunde der Juden. Und wer solche Freunde hat, hat die falschen Freunde. Und ich hoffe, ihr seid unsere richtigen Freunde. Wir trinken auf euch und sagen danke fürs Zuschauen. Genau, Gesundheit und toi, 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 dass wir nächstes Jahr eine Impfung haben und so langsam in unser richtiges, normales Leben irgendwie wieder zurückkehren und dann uns in Bars treffen können und Bier trinken Ja, solange trinken wir Bier zu Hause. können. Auf. Lachen.